Ja, okay, nice, jetzt klappt's. Ja, unsere Technik spinnt mal wieder ein bisschen. Herzlich willkommen zu 2880 zum Screening von diesem Jahr. Ich muss hier noch Licht ausmachen, ist zu hell. So, es hat viel gebracht, okay. Wir starten jetzt gleich mit den Filmen. Wir haben die Filme in drei Blöcke eingeteilt. Das wird bestimmt total spaßig, denn wir haben wirklich sehr coole Filme dabei und auch sehr abwechslungsreiche Filme. Ich hoffe, man versteht mich. Ich kann gerade aber auch nicht kontrollieren, ob man mich versteht, weil ich nicht sehen kann, ob ihr was schreibt. Das gucke ich gleich nach und hoffe bis dahin einfach, dass es klappt. Ich soll euch alle ganz lieb von der Petra grüßen, die nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start ist. Und ich werde nachher auch noch was zur Gala sagen können, wie das so mit der Gala für dieses Jahr und auch mit der Gala für letztes Jahr aussieht. Das zum Organisatorischen. Außerdem läuft es gleich so ab, dass die Filme in den Blöcken nacheinander laufen. Und wenn Leute noch vorbeikommen, bisher sieht es noch nicht so aus, wir haben eine Zoom-Konferenz, wo sich die Teams einloggen können, um miteinander zu quatschen. Also wenn sich da gleich noch Leute einloggen, dann machen wir auch so Talk-Kram nach jedem Blog. Also dann läuft ein Blog. Filmen und danach talken die Betreffenden. Das gefällt dem Muffi, ja, das gefällt dem Muffi. Braves Muffi, mach auf, Muffi, mach auf. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr meinen neuen Nagel... Nagellack am Bord, was für ein Müllbeutel organisieren. Und im Hintergrund hört ihr Franz von der Müllabfuhr. Ich glaube, der ist ein Fan von mir. Hallo, Franz. Hallo! Ja, Franz, ich hab gerade Feierabend. Arbeite hier bei der... Mach die noch Müll. Etwas Müll verschluckt. Ich arbeite hier bei der Müllabfuhr. Ja, hier ist auch die Müllverbrennungsanlage da. Die Müllabfuhr kommt jetzt hier in Bonn auch mit dem Fahrrad, weil das ist CO2-sparend. Der Strom wird hier aus verbranntem Müll und nicht aus Beethoven gemacht. Der sollte Müll und nicht Beethoven-Energie heißen. Ja, außer der Beethoven-Strom, der wird... Strom! Ja, schön. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ja. Da kommt das neue Müllwagenmodell 3816. Bis morgen, Franz. Mit 2 Kubikmeter mehr Hinterladerspeicher. Super, da geh ich mal gucken. Abonniert mir ein Like. Ja, es ist nicht einfach, berühmt zu sein. Hochspannung. Oh nein, das war mein einziger Fan, Franz von der Müllabfuhr. Wie schade. Du Lieber, ich bin jetzt beim Hotel angekommen und ich gehe jetzt mit den Kollegen noch was trinken und rufe dich heute nicht mehr an, aber ich melde mich wie immer morgen früh. Tschüss! Hä? Sendet nicht. Die Taste ist kaputt. Egal, der schafft das schon. Thank you.
Lass sie mich anrufen. Ich weiß auch ganz genau, wie wichtig mir das ist. Der ganze Tag ist schon wieder halb im Arsch. Ich kann nicht meditieren. Ich kann nicht richtig essen. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich liebe dich so sehr. Oh. Passwort geändert. Alles klar. Wie geht's dir? Mir geht's gar nicht. Shish, wild, digga, sus, cringe. Sprechen Sie Jugend. Akkurat. Stirbt die deutsche Sprache aus? Steht die deutsche Sprache wirklich vor dem Untergang? Hilfe, ich verstehe mein Kind nicht mehr. Alter, wieso redest du so komisch? Wenn Erwachsene nichts checken. Wer hat Angst vor der Jugendsprache? Vom vermeintlichen Verfall der deutschen Sprache. IBIMS ist das Jugendwort des Jahres. Wird die Jugendsprache unter Deutsch langfristig verändern? Aber was exakt ist Jugendsprache? Das ist unser heutiges Thema. Jugendsprache ist ein Soziolekt, also gesprochen von einer gewissen sozialen Gruppe, wie zum Beispiel Jugendlichen, Senioren oder gewissen Berufen. Ein Soziolekt ist im Gegensatz zu einem Dialekt nicht an eine Region gebunden, sondern ist länderübergreifend.
Jugendsprache zeichnet sich besonders durch den überladenen Humor und viele Anglizismen aus. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir einen Experten gefragt. Dr. Achim Meister. Experte für Jugendsprache. Hallo Herr Meister, woher stammt eigentlich die Jugendsprache? Die Jugendsprache gibt es ungefähr seit Einführung des Schulsystems, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem preußischen Modell. So einfach kann man das nicht datieren, aber seit es ungefähr eine soziale Gruppe der Jugend gibt. Unsere jetzige Jugendsprache entstand ungefähr so nach Nachkriegszeit, besonders geprägt durch die Einflüsse Musik, Print, Film. Was sind die prominentesten Einflüsse auf die Jugendsprache? Also die prominentesten Einflüsse, das ist hier, kann man ja ganz einfach sagen, das ist halt erstmal ne, die Jugend an sich, die Internet und das Film, Fernsehen, Print, ne, das ist auch sehr stark. Man kann besonders beobachten, dass gerade so moderne Sachen wie Twitch, YouTube, kann man ja sehen, so ein Rezo oder so, das ist jetzt zur Zeit die prominentesten Einflüsse. Okay, man kann ja diesem Englisch ist auch ein großer Einfluss auf die Jugendsprache. Viel Anglizismen wird gearbeitet. Wie hat sich die Jugendsprache entwickelt und wie wird sie sich entwickeln? Also wie sie sich entwickelt hat, ist immer teilweise rebellisch, immer sehr simplifiziert, immer sehr trendig und schnelllebig. Wie sie sich entwickeln wird, ist sehr schwer vorher zu prognostizieren, denn es ist natürlich sehr fluid. Ne? Wie schätzen Sie den Schaden ein, den Jugendsprache an unserem Deutsch verursacht? Also generell verursacht Jugendsprache ja keinen Schaden am Deutsch, ne? Weil das legt sich ja auch wieder postpubertär, legt man Jugendsprache ab. Gewisse Dinge wie die Anglizismen verbleiben in der deutschen Sprache, aber eigentlich ja, ist keine Gefahr. Sprache ist immer mal. Vielen Dank, Herr Meister. Aber was denken die Menschen auf der Straße über Jugendsprache? Was denken Sie über Jugendsprache? Jede Jugend findet ihre eigene Sprache und das ist wichtig so. Ich denke, dass Jugendsprache ein wichtiger Bestandteil der Jugend im Generellen ist, aber dass es oft mit viel zu vielen Vorurteilen überladen ist, vor allem von der älteren Generation. Sprache entwickelt sich halt immer weiter, also es kommen immer mehr neue Wörter dazu. Ja. Haben Sie aus Ihrer Jugend ein paar Beispiele, die Sie uns nennen könnten? Habe ich im Moment nicht, das ist bei mir schon sehr, sehr lange her. Hast du das Gefühl, dass Jugendsprache ins Lächerliche gezogen wird? Oft glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass das was ist, was oft von so der Web-Community generell aufgegriffen wird und dann halt eben dadurch ins Lächerliche gezogen wird, aber dass das eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist, der auch eigentlich Jugendliche zu dem formt, was sie später sein werden. Würdest du sagen, du sprichst Jugendsprache? Also ich denke mal, wir alle benutzen halt Wörter, die vor ein paar Jahren noch nicht benutzt wurden. So. Also ich denke mal, nicht so wie dieses im Duden, diese Jugendwörter, aber es kommen halt immer neue Wörter. Hast du das Gefühl, Jugendsprache zerstört unser Deutsch? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das immer ist, dass man einfach einen Sprachwandel haben muss, damit es weitergeht und dass man sich verändern muss. Aber ich glaube nicht, dass es unser Deutsch zerstört, sondern einfach nur weiterentwickelt. Also ich habe da mal so ein Beispiel. Ne? Also in meiner Jugendzeit war geil ein Wort, das durfte man gar nicht aussprechen, sozusagen. Ja, und heute ist das ein Alltagswort überall. So. Das ist eine schwere Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen zerstören, aber einfach verändern. So Sprache entwickelt sich einfach immer weiter, da kann man auch nichts gegen machen. Zusammengefasst herrscht der Konsens, dass Jugendsprache unschädlich ist und sie eine Existenzberechtigung hat. Ein paar Beispiele für Jugendsprache sind Bre, ich muss los, Soos oder auch deine Sis ist ganz schön sus, Bro. Aber das ist warten. Als nasenlosen Superman möchte ich gerne Jörg Zimmermann vor der Kamera oder als Filmemacher oder was auch immer. Ich bin besser als der ungewöhnliche Mr. Blue.
Ich bin besser als der ungewöhnliche Mr. Blue. Haben Sie auch genug von langweiligen Kindergeburtstagsfeiern? Keine Lust mehr auf die immer gleichen Motto-Partys? Dann buchen Sie jetzt das Programm Herrenabend. Der Kindergeburtstag, nach dem Sie garantiert keinen anderen mehr besuchen müssen. Feuergefällig? Mit Stiefels Masterzappen 2000 können Sie Ihre pyromanische Ader endlich ausleben, ohne sich Gedanken über Brenndauer, Gestank oder lästigen Qualm machen zu müssen. Einmal entzündet, bringen Sie jedes Feuer über Stunden zum Lodern. Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben. Darum verwenden wir nur hochwertigste Wachse von lokalen Weißwachsbienen aus Opladen West. Die Zappen werden ausschließlich von ausgebildeten Zappenartists handverlesen und bearbeitet. Das Wachs wird mithilfe von speziell entwickelten Schmelzwerkzeugen über ideal temperierter Glut von Hand geschmolzen und im perfekten Zappenwachsverhältnis über die Biozappen gegossen. Durch dieses eigens entwickelte Verfahren wird jeder von Stiefels Masterzappen 2000 zu einem echten Unikat. Sichern Sie sich noch heute Ihr Einzelstück und fackeln Sie, was das Holz hält. Stiefels Masterzappen 2000. Mehr als nur ein Grillanzünder. Sei gegrüßt. Ich möchte gerne ein Team anmelden für das 2.0 Filmfestival. Hier die Daten. Teamname Dam Cinema, Ansprechpartner Armin Stümmel. Bis bald, dein Armin. Hallo, Armin. Schön, dass du mitmachen möchtest. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Zum einen ist euer Teamname sehr ähnlich zu dem eines anderen Teams, das bereits im Wettbewerb ist. Zum anderen ist die Handynummer die gleiche wie meine. Das könnte zu weiteren Problemen führen. Als ich eben versucht habe, den Teamsprecher anzurufen, habe ich dann leider mich selbst erreicht. Sind hier noch Änderungen möglich? Liebe Grüße, Achim Stommel. Hallo Achim. Oh, das mit dem ähnlichen Teamnamen tut mir leid. Ist dann wohl leider so. Das mit der Telefonnummer ist allerdings seltsam. Ich hätte schwören können, es ist meine. Naja, du erreichst mich jedenfalls über diese E-Mail-Adresse. Viele Grüße, Armin Stümmel von Dump Cinema. Hallo, Armin. Pass mal auf, mein kleiner Freund. Ich bin ja für viele Späße zu haben, aber irgendwo ist dann der Geduldsfaden auch mal am kürzeren Ende. Und das Streichholz ist stets bereit. Ohne gültige Handynummer läuft hier gar nichts. So nämlich. Und der Teamname bereitet mir schon Kopfschmerzen. Am Ende landen Punkte, die für Thumb Cinema gedacht sind, bei Dumb Cinema, weil der Zuschauer das nicht richtig erkennt im Auswahlfenster auf seinem kleinen Smartphone. Ich hätte damit natürlich kein Problem, wenn Thumb Cinema mal gewonnen hätte. Hat es aber nicht. Thumb Cinema hat noch nie gewonnen. Nie. Thumb Cinema ist also genauso erfolgreich wie... Noch Fragen? Hallo, Herr Achim. Nun gut, dann nehmen Sie folgende Nummer. Zum Thema mit den Teamnamen frage ich mich nur voller Verwunderung, trauen Sie Ihrem Publikum nicht zu, dass es ein D von einem T unterscheiden kann? Immerhin handelt es sich um ein kultiviertes Klientel, welches sich freiwillig für diese Kulturveranstaltung entschieden hat. Und wenn mich der Eindruck nicht täuscht, scheinen Sie ein eher ernsthafter Mensch zu sein, was sich auch in Ihrem eher ernsthaften Teamnamen widerspiegelt. Thumb Cinema, Daumenkino. Bei meinem Team handelt es sich offensichtlich um ein eher humoristisches Team, ohne große Ernsthaftigkeit. Dumb Cinema, dummes Kino. Es ist mir unverständlich, wie da eine Verwechslung auftreten soll. Bitte bestätigen Sie meine Anmeldung. Hallo? Bin ich da? Hier ist Armin Stümmel. Ah, Armin Stümmel. Ja, hier ist Achim Stümmel von 280 Filmwettbewerb. Ah, hallo!
Ja, ich wollte nur mal nachfragen, ob denn der Name und alles stimmt, weil mir kam das so befremdlich vor, weil das so ähnlich wie mein Name klingt. Warum? Also ich bin der Armin Stümmel. Ja. Und wollte beim Filmfestival mitmachen. Ah, okay. Und der Name Dump Cinema, da sind Sie sich auch ganz sicher, ja? Tja, das war immer schon so eine Fantasie von mir. Eine Fantasie? Ja, okay, ich verstehe. Aber ich sehe da auch nicht das Problem. Nee, ja, also ich sehe da so ein bisschen ein Problem, dass das Publikum vielleicht die Teams verwechseln könnte. Das wäre sehr schade natürlich. Aber das ist... Ja, ich hatte noch eine Frage. Sie hatten am Anfang meine Handynummer angegeben. Wie sind Sie denn an diese gekommen? Das wird ein Versehen gewesen sein. Ein Versehen, ja. Okay, das ist ein großer Zufall, dass da meine Nummer drin stand. Ja? Ja. Nee, gut, aber dann ist das Team Dump Cinema als ernsthaftes Team anzusehen und dann werde ich das morgen mit in die Ziehung reinnehmen. Jetzt habe ich ja eine Telefonnummer, jetzt spricht er nichts mehr dagegen. Okay, super, dann, ja, ich hoffe, dass ich gewinne, ne? Ja, das hoffe ich auch, dass ihr gewinnt. Das wäre schön, ja. Okay. Alles klar. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Hallo Achim, etwas Schreckliches ist passiert. Bei unserem gestrigen Schneckenrennspieleabend hat ein Wahnsinniger mein komplettes Filmteam niedergemetzelt mit den Worten: Ihr werdet niemals gewinnen. Es ist eine wahre Tragödie. Ich habe ein Fahndungsfoto angehangen. Passen Sie auf sich auf und viel Erfolg mit Ihrem Team. Ihr Armin Stümmel.
Dirk, du hörst mich wahrscheinlich, Dirk von Filmstube Köln, ihr seht ihn auch schon, du hörst mich wahrscheinlich über den Stream, noch nicht über das Zoom-Programm. Und wir hören dich leider noch gar nicht, Dirk. Wir können dich noch nicht hören. Kannst du abbauen? Muss ich nur auf Rückkopplung achten. Ja, ich muss auch ein bisschen auf die Rückkopplung jetzt achten. Kannst du mich jetzt hören? Ja. Oh Gott, ja, ich höre dich, aber die Rückkopplung ist sehr stark. Ja, Dirk, du hörst mich jetzt nur über den Stream, das ist natürlich ein bisschen schade. Es scheint auch leider. Nur den Ton auf Zoom höre ich den jetzt nicht. Ja, genau. So, hörst du mich jetzt auf Zoom? Klappt das so? Ich hol mal den nächsten rein. Ja, hier ist noch jemand. Hallo! Hallo! Wie ist dein Name? Armin Stimme. Ich dachte, du wärst erst im Vampirfilm. Hallo. Hallo. Ja, erzähl, wie war das mit dem Zamp und Zimp? Ich habe das nicht ganz gecheckt. Es ging alles sehr schnell so. Ich war das auch ganz komisch. Dieser Achim, der hat da Probleme gemacht mit meiner Anmeldung. Ich guck mal kurz ins Programmheft. Oder Natascha, du hast das Programm da. Lass mal gucken, wie er sich da geschrieben hat. Nee, nächstes Blatt. Aber die sind nicht durchnummeriert. Ja, will ich ja auch. Dump. Und der andere, wie wird der geschrieben? Samp und Dump? Mit TH oder was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube mit TH. Erst Dump Cinema, was so viel heißt wie Dump im Film erzählt. Und Samt wird anders geschrieben. Na, achten wir gleich drauf. Ja, Natascha, wolltest du was über deinen Film noch erzählen? Das ist nämlich unsere Regisseurin hiervon. Hallo? Könnt ihr sie hören? Würde ich lauter sprechen? Das geht so. Es geht so. Ja, ich wollte sagen, dass ich frisch umgezogen war, als wir den Film drehen wollten. Und dann war durch viele Übungen oder Zufälle meine Mitbewohnerin und ihre Besucher, ihr Freund dabei, und wir dann zu viert einfach super tollen, spontanen Film drehen konnten. An der Stelle wollte ich mich bedanken und nochmal halt sagen, dass es alles nicht wirklich geplant war mit Blau. Darf ich erzählen, wie das mit dem Schnitt daneben lief? Oder schämst du dich zu sehr dafür? Nee, wieso? Es war mein erster Schnitt. Ja, genau. Ich zu schämen. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, sowas zu machen, und dass die Musik da war, war auch gut. Also sie hat die Musik gemacht. Natascha hat die Musik gemacht. Und quasi das Drehbuch gemacht, zusammen mit Janu wahrscheinlich, mit den beiden anderen. Ja, mit beiden anderen. Regie hast du gemacht, den Schnitt hast du selber gemacht und zum ersten Mal geschnitten, und das hat zeitlich dann nicht geklappt. Also sie hat dann einfach um 19 Uhr schnell gerendert und um 19:30 schnell hochgeladen. Oder umgekehrt, um 19:30 aufgehört und kurz vor 8 schnell noch hochgeladen. Und wir haben nicht Probe geguckt, deswegen liefen die Laufschriften zu schnell ab. Also das erste Mal, dass wir einen Film abgegeben haben, ohne Probe zu gucken, einfach gerendert und abgegeben. So sollte es sein, glaube ich. Aber auf anderer Seite, dass Stummfilm ist, ist dieser Laufschritt einfach nur symbolisch da. Damit es halt so ist, wie es mal war, mit Laufschritt. Ja. Obwohl er gar nicht nötig war, weil die Schauspieler total ausdrucksvoll waren. Ja, also wir haben vor, auf die YouTube-Version in unserem Kanal wollen wir wahrscheinlich die Laufschriften langsamer machen. Aber sonst bleibt ja der Film so. Cool. Ja, wir sind fertig.
Nee, die kommen ja nachher erst. Die sind ja nee. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Hier, wir haben ja noch eine Macherin, natürlich. Ich bin gerade total beschäftigt. Möchtest du was sagen? Möchtest du was sagen? Ihr müsst am besten rüberkommen. Wir tauschen besser die Plätze. Wozu soll ich denn etwas sagen? Du warst Darsteller. Ich war Franz der Müllmann in deinem. Ich muss zum Mikrofon, ja? Ja, was möchte ich denn sagen? Hallo, hi. Ja, worum geht es denn? Wie heißt denn das dein Team, Vivian? Oder? Weiß ich nicht. Hier direkt der erste Film. Der so, hieß, wir gucken mal. Katzgalska. Das heißt, ich spiele Franz den Müllmann in dem Film von Team Katzgalska. Genau. Ihr Team. Eine Dokumentation über die Kultur der Influencer. Sehr wichtige Influencerin, Verbal Fat, hat auch schon 5 YouTube-Abonnenten, glaube ich. Ja. Genau. Und hat auch einen Fan, aber der ist ja leider gestorben, also hatte. Ja, das ist eigentlich krass. Wir hören nicht so viel von dem Feedback. Kann man die lauter machen? Hört er überhaupt denn irgendwas? Die beiden Jungs da unten hört man noch nicht gut, ne? Ja. Hört man ja, Jungs, wir, hallo? Ja, besser. Hi. Ja. Das nehmen wir! Was raucht ihr denn da? Kiwi. Ah, sehr gut, sehr gut. Gute Geschmacksrichtung. Ja. Ah, sehr gut. Ja. Ein Gedicht. Ein Gedicht? Ja. Ein fetter Ding. Oh, ich muss weiter. Tschüss. Ja, okay. Dann bis nachher. Ja, hat uns sehr gefreut. Ja. Wiedersehen, Armin. Was habt ihr denn gemacht mit dem Rauchkraut? Welchen Film? Mit dem Kiwi-Tabak? Wir haben diese Dokumentation über Jugendsprache gemacht. Oh ja. Ja, die war schön. Absolut ja. Rakete, der Film, kann ich das schon mal sagen. Ja, war eine richtig geile Sause. Ja. Wollt ihr mal euren Film schon sehen? Aha. Konnte man euren Film schon sehen? Also welches Team seid ihr denn? Also von ihr den Film hat man schon gesehen und von mir kommt noch einer, wo sie auch mitspielt. Und der ist auch hier in dem Keller teilweise gedreht worden. Mit dem Titel Sozialraumwohnung. Und von den beiden, ja. Habe ich im Programm jetzt schon gelesen, ja. Und von den beiden im Hintergrund kam auch schon die Filme. Einer? Ja. Aber das haben wir doch schon gesagt. Die Filmstube Köln. Ah. Filmstube Köln. Welcher Film war das genau? Ich habe den die machen leider nicht gemerkt. Worum ging es da? Welcher Film war das? Eine Romanze, oder? Hier, mach du mal. Genau, ja, also. Stummfilm. Ach, der Stummfilm. Genau. Ja, wir haben einen Stummfilm gemacht, also sie jetzt rein. Sie hat so Regie gemacht und Drehbuch und so. Ich hatte ja nur eine Gastrolle. Von mir kommt nachher noch ein eigener Film. Also der Stummfilm wurde gut umgesetzt. Man hat mich eben schon kurz gesehen bei der Penny-Verfilmung. Bei der, da war ich schon kurz als Superheld zu sehen. Na klar, der Mr. Blue. Das ist Da komme ich nach noch als Hauptfilm in der Rolle. Ja, das erzähle ich dann nachher. Das sieht man ja will ich nicht vorwegnehmen hier. Ja, wir müssen dann gleich nochmal Pizza bestellen. Deswegen kann ich hier nicht so lange quatschen. Ja. Ah, hier, wir hören dich. Sag nochmal. Und wir werden jetzt weitermachen mit dem Programm, deswegen vielen Dank an euch und ich sage mal Tschüss und gehe hier wieder aus Zoom raus
Und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Block gleich. Ciao. Jo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich würde sagen, ja, das war ein schöner Talk zum ersten Block. Immerhin haben sich ja dann quasi vier Teams gezeigt von den sechs Teams, die da zu sehen waren. Jetzt kommen die sechs nächsten Teams. Wieder sechs wunderbare Filme, die jetzt für euch laufen. Der letzte Film ist der Film mit FSK 16. Da kommt vorher nochmal extra eine Einblendung. Bitte nehmt die Kinder weg vom Bildschirm. Die sollten diesen Film nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Der ist nämlich nicht jugendfrei. Also er ist schon jugendfrei, aber er ist jetzt nicht ab 18, würde ich sagen, aber ich würde schon sagen, ab 16 auf jeden Fall nichts für Kinder. Dafür geht es doch ein bisschen zu sehr ab. Wollten wir nur vorher Bescheid sagen. Einblendung kommt auch. Und ja, jetzt würde ich sagen, dauert noch eine Minute, dann startet der zweite Block. Bis gleich. Natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Hi,
ich bin Gomez. Meine Freundin nennt mich einfach Gomez. Ich erzähle euch heute etwas über einen Geheimbund. Ihr kennt sicherlich die Schwachmaten der Querdenkerbewegung. Irgendwelche Hobby-Faschos, Öko-Trullis und Plebs, die einfach Stress machen wollen. Was sie alle gemeinsam haben? Sie sind dumm. Nein, ehrlich, sie sind dumm. Aber sie haben eine Daseinsberechtigung. Sie wurden von der Regierung eingesetzt, um euch alle abzulenken. Abzulenken von einem Geheimbund. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Dinge passieren, die ungerecht erscheinen? Warum große Institutionen mit Dingen durchkommen, die nicht gerecht oder sogar hart ungerecht sind? Warum kommt die sogenannte Kirche damit durch, nachgewiesenermaßen Kinder zu missbrauchen? Warum gibt es so viele Theorien über Kinderhandel, Sex, Sklaven und Frauenhandel? Warum zerstören wir unser Klima mit Kohlekraft, aber beschäftigen den kleinen Mann mit Tempolimit auf Autobahnen, was einen so marginalen Unterschied macht, dass man es easy vernachlässigen kann? Die Antwort ist simpel. Die Welt ist verseucht mit Hurensöhnen. Ja, richtig. Hurensöhne, meinetwegen auch Hurentöchter, ist doch scheißegal. Hurensöhne im negativsten Sinne, in dem man das Wort benutzen kann. Das bedeutet auch, dass es nichts mit Huren zu tun hat. Nein, heutzutage ist ein Hurensohn einfach ein Mensch, der so durchzogen mit niederträchtigem Handeln ist, dass ganz klar ist, dass er keinen Mehrwert zur sozialen Gesellschaft bietet. Jemand, der auf seinem Karma-Konto locker 5 Millionen Minuspunkte hat und garantiert als Stück Scheiße wiedergeboren wird. Und warum handeln diese Hurensöhne so? Weil große Corporations und Regierungen den Menschen im modernen Kapitalismus genau dazu drängen, solche Entscheidungen zu treffen. Ihr fragt euch sicher, warum ich euch das alles erzähle. Es geht um einen Geheimbund. Freimaurer werdet ihr jetzt sagen, klar, das muss es sein. Nee, die gibt es schon lange nicht mehr. Ich rede von einer neuen Bewegung, die uns Menschen von gleichverteiltem Wohlstand und von einer maximalen Ausnutzung unserer biologisch gegebenen geistigen Fähigkeiten abhalten soll. Ich rede von der Bierdenkerbewegung. Initiiert von der Christlich-Sozialen Union, unterstützt von der gesamten Regierung und ins Leben gerufen, um zu steuern, welche Drogen legal auf dem Markt sein dürfen und welche nicht. Der Zweck? Ganz einfach. Den Menschen nur die Drogen zu geben, die traditionell den meisten Schaden anrichten. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Der Mensch soll sich und seine Umwelt zerstören und dabei abhängig nach genau diesem Verhalten sein. Fickt euren Körper, fickt eure Umwelt, scheißt auf Moral. Eine Bevölkerung, die sich mit Kaffee, Zucker, Alkohol und Zigaretten selbst hinrichtet, ist einfach in Schach zu halten. Jeder ist damit beschäftigt, nicht zu sterben. Diese vier Drogen und ihre Produktion sowie Vermarktung und die Folgen ihrer Einnahme sind der Motor, der die Menschen am Sterben hält. Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind die Umsatzschlager schlechthin und spülen durch etliche Behandlungen und Folgepräparate unendlich Geld in die Kasse. Doch wer ist der Feind? Gibt es eine Möglichkeit, all diese Drogen zu umgehen oder wer weiß, vielleicht sogar etwas zu sich zu nehmen, was uns sozialer oder gar besser macht? Ja, tatsächlich. Das gute, alte Weed. Feind aller Politiker. Angstgegner von Drogenbeauftragten, weil man einfach keine Begründung finden kann, die wirklich dagegen sprechen, dieses genüssliche Kraut zu legalisieren und deshalb entweder gar nicht oder schnippisch ohne Inhalt begründen muss. Okay? Ja, es ist kein Brokkoli, das ist klar, aber es ist fucking viel näher dran als alles andere, was sich die Bevölkerung ohne zu überlegen gerade im Moment reinzieht. Verschwörungstheoretiker? Ja, damit könntet ihr mich mundtot machen, das nennt sich Weghitlern. Könnt ihr googeln, ihr kleinen Toys. Weil es gibt nun mal nicht immer nur schwarz und weiß oder links und rechts. Manchmal geht es über diese eingeschränkte Sichtweise hinaus. Ich weiß, was ich weiß und ich weiß auch, dass ihr anderer Meinung sein könnt. Marihuana, Cannabis, Gras, Weed... Nennt es, wie ihr wollt. In den Ländern, in denen es legalisiert wurde, hat es für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt. Es spült Steuergelder ein, es schafft Arbeitsplätze und ganz nebenbei könnte es unter Umständen vorbeugende Eigenschaften haben, die etwa die Tumorbildung bei Krebs bremsen kann. Und angenommen, wir substituieren die legalen, konkurrierenden Drogen mit Cannabis. Die Bevölkerung wäre gesünder, geistig motivierter und vor allem freier. Und der Staat? Er würde profitieren, also warum macht er es nicht? Hier kommt die Bierdenkerbewegung ins Spiel. Die Bierlobby, oder eigentlich besser die Alkohollobby, hat ähnlich wie die Automobillobby und die Energielieferantenlobby ganz klare Ziele. Oder anders formuliert, die Bierdenkerbewegung hat ihre Hand als Faust geballt so tief in den Arschlöchern der Politiker-Marionetten, dass es fast schon grenzdebil wäre zu denken, diese würden freie Entscheidungen treffen. Habe ich schon erwähnt, dass wir durchseucht mit Hurensöhnen sind? Das sind genau diese kleinen Stücke Scheiße, die so ekelhaft sind, dass ich nicht einmal reintreten will. Also, was tun? Welche Rolle spiele ich hierbei? Warum erzähle ich euch das? Die Lösung ist simpel. Es gibt genau diese eine Sache, die ihr tun könnt. Ihr müsst...
ich bin der namenlose Superheld und ich bin immer im Einsatz. Bist du ein Superheld? Ja, ich bin der namenlose Superheld. Dann musst du zum Club 121 kommen. Da verschwinden Menschen. Aber warum? Da komme ich doch gerade her. Dann musst du noch einmal zurückfahren. Zurückfahren. Aber Junge, Zimt als Frischensfaktor, yeah. Das ist sowas von Weihnachten! Alter, aber das ist Gott, das ist geil, du hast ein Produkt, ein geiles Produkt, das ein Alleinstellungsmerkmal und nicht so diese Einheitsware ist, was du sonst überall mit Spearmint und sonst irgendwas hast, ja, was Aufregendes. Nee, da kann ich mir auch Kacke in den Mund schieben, weißt du? Ja, das kannst du direkt machen, ich muss jetzt nämlich kacken. Ja, Alter. Ich geh auch mal kacken, Junge. Geil, Mann. Penisse hier lang. Komme gleich. Alter, wo warst du denn so lange? Fahr einfach! Okay. Hey, was ist los? Was ist los, Alter? Fahr einfach. Komm mal klar. Was war denn da eben? Was ist denn da eben passiert? Komm schon, sag schon. Was geht ab? Hallo? 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 Kannst du mal mit mir reden vielleicht? Erzähl doch mal. Komm schon. Hallo? Hallo, kannst du mal mit mir quatschen? Fahr! Dude! Was war los auf dem Klo, Alter? Was war los mit deinem Po? Erzähl's mir! Alter! Okay, ich werd's dir erzählen. Aber das wirst du mir wahrscheinlich eh nicht glauben. Okay. Da war diese Tür. Und ich musste unbedingt wissen, was hinter dieser Tür ist. Und dann bin ich zur Tür hin, hab die Klinke runtergedrückt und bin reingegangen. Es war wie in einem Fiebertraum. Und da war dieser unheimliche Mann.
jetzt mich etwas fragen? Wofür steht das eh? Komm her. Ich flüster's dir. Und dann hat er seinen Zauberstab rausgeholt. Und dann wollte er, dass ich sein Zauberstab... Tschüss, Alter, was ist das denn für eine Geschichte? Du bist doch kaputt, ey. Ich gehe jetzt erstmal bezahlen, kacken und dann können wir weiterfahren. Okay, nochmal von vorne. Sie haben sich die Hände desinfiziert, Ihre Notdurft verrichtet, sich die Hände gewaschen und wieder desinfiziert. Ist das korrekt? Ich glaube schon. Und währenddessen war Ihr kleiner Freund hier in einem anderen Raum, der offensichtlich keine Toilette war, und wurde da von einer Art Teufel misshandelt. Das war mehr ein Zauberer. Okay, ein Zauberer? Und kurz darauf sind Sie in einer anderen Raststätte von demselben Zauberer, wie Sie sagen, geraped worden? Ja, so war's! Bullshit! Sorry, der Tisch geht kaputt. Achtung. Leute, ich kann Sie nicht mehr lange zurückhalten. Ja, sagt uns einfach die Wahrheit. Sagt uns, was passiert ist. Dann ist es vorbei. Wir sagen die Wahrheit. Ihr Flachwichser, könnt ihr mir Folgendes erklären? Der Wagen, mit dem ihr unterwegs wart, angeblich, ist gestohlen gemeldet, steht aber seit Tagen an derselben Tankstelle rum. Nur zwei kaputte Gestalten lungern da herum und pumpen sich den ganzen Tag mit Ecstasy voll. Ecstasy. Und das ist der höchste Wert, den wir seit langem gemessen haben. Ecstasy. 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 Es war das Ecstasy! Ja, Mann! Ab im Knast. Wen haben wir denn da? Kommt zu mir. Ich flüster euch was.
Die Temperaturen steigen wieder an diesem sonnigen Morgen. Und wer denkt dann nicht an das Klimaanlagenmassaker vor genau 50 Jahren hier bei uns im Nebeltal? Und jetzt neu für euch: Fake Factory mit Darm. I'm having a good time. I'm spending time with all my friends. Es soll ja ganz schön warm werden heute. Na, dann mache ich mal lieber die Klimaanlage an. Hier drehen und hier. You're having a bad time. Ja, ich liebe dich. Your movie sucks and so do you. And this is the last time. And about your truth. Wir sind das ganze Wochenende hier jetzt. Okay. Ich nehme die Klinge. Hallo? Hey, sorry! Da seid ihr ja, Mensch! Lass dich drücken! Wow, schick hast du dich gemacht. Ja, ich hab mich schick gemacht. Ich muss ja gleich noch auf die Hochzeit von dem Bulosch und dem Armin, da muss ich ja noch hin, ne? Mhm. Und hör mal, du brauchst doch den Alkohol nicht verstecken. Ich weiß doch, was ihr hier treibt, hör mal. Aber eins sag ich euch, lasst die Finger vom Rotwein, ne? So, jetzt viel Spaß und tschüss. Danke. Ja, ciao. Tschüss. Würde aber uns eben runter und kommt nicht mehr hoch. Geh mal bitte gucken. Und? Ja, geh mal bitte. Ja, bitte. Fuck, wir können da aber jetzt nicht da liegen lassen. Wir können doch nicht da raus. Ich ruf die Bullen. Pass auf, ich hab ein Handy und dann. Ich hab keinen Empfang. Ich geh raus aufs Gerüst. Und dann hab ich da Empfang und dann ruf ich einfach die Bullen und dann kommen die. Warte! Ich bin sterben! Ich
Hi Achim, sag mal, wird das Zoom diesmal nicht übertragen? In der, das steht auf Pause, oder vertue ich mich? Jetzt solltet ihr mich auch hören können und ihr seid jetzt auch auf der Leinwand zu sehen und zu hören. Das heißt, ihr könnt euch jetzt gerne unterhalten. Ich muss leider ein bisschen Technik machen. Alles klar, dann war das die Latenzzeit. Ja, wir müssen ja erstmal das Licht anmachen. Moment. Immer ich. Ja, es ist gerade schon gefragt, wie ich filme. Ich bin nachher. Das eine war ja von Penny, da habe ich was eingesendet. Ah, ja, dann habe ich mitgemacht bei der Filmstube Köln und mein eigener ist ja dann der Superheldenfilm. Mir war auch ganz gut gelungen, bis auf, dass da anfangs voll der Rasenmäher war. Da musste ich voll genervt. So, und hier war meine Mitdarstellerin. Möchtest du auch was sagen? Warum benutzt du einen Stock? Warum kommst du mit einem Stock auf mich zugelaufen? Das habe ich nie verstanden, die Szene. Weil von diesem Club 121 halt gefährlich war. Aber da hat es noch ein vorher. Ich dort vorher schon mal auslösen. Ja. Die Frage an die Zuschauer, habt ihr das, den Text verstanden? Darf verschwinden Menschen, was sie gesagt hat? Ja. Weil hier wurde in dem Moment laut rumgegrölt, weil ich so posant war. Und das ging dann voll unter, dieser wichtige Spruch in der Handlung. Nee, die war voll klar, die Handlung. Das war wunderbar. Weil das schaffen wir selten, eine klare Handlung. Ich dachte am Anfang, du fährst, ich habe das einfach rückwärts abgespielt mit dem Fahrradfahren, aber du bist ja tatsächlich rückwärts Fahrrad gefahren. Ja, ja, ich bin tatsächlich Stuntman. Ich wollte auch immer mal einen Film mit meinen Stunts machen. Beim nächsten Mal vielleicht wieder ein paar mehr. Mal gucken. Nicht schlecht. Das war schon impressive. Ja, ich hätte noch ein paar Bunny-Hops machen sollen, aber die tollsten Ideen kriegt man erst im Schnitt, kennt ihr ja selber. So, was habt ihr gemacht? Max, fangen wir mit dir an. Lass uns mal gucken, was wir hier hatten. Ja, wir sind der Chaos Kamera und wir haben fröhlich rumgeschnibbelt. Und bei uns ist mittlerweile so, früher waren wir irgendwie so 20 Leute, die sich jetzt aber auch so ein bisschen versprenkelt und Kinder in die Welt und so weiter gesetzt haben. Und irgendwie deswegen haben wir uns auf das Papierformat fixiert, was ja auch ganz gut gepasst hat zu unserem Bleistift. Ja, und der liebe Wessrig hat dann noch mit 3 Weizenbieren live diese bayerischen Akkorde da eingefügt. War auch für ihn ein Novum, bayerische Musik zu machen, aber ich glaube, das wird sein Durchbruch. Also meine Stimme habt ihr auf jeden Fall. Wir haben uns ja köstlich amüsiert, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall sehr nice vom Thema und Genre her getroffen. War super. Ja. Habt ihr schon Animationsfilm? Also habt ihr schon mal animiert? Ich krieg's gleich nicht mehr zusammen. Wir haben das letzte Mal, haben wir tatsächlich auch diese Erbsen. Ja, der war ganz abgefahren. Ja, ja. Ja, es ist jetzt quasi euer, ihr seid dann das neue Trick 17, ja? So wie ich vom Thumbnail gesehen habe, haben die diesmal, glaube ich, auch keinen nicht animiert, oder? Weiß nicht. Mal gucken. Ja, aber kommen wir mal zu euch hier. Das war ja auch hart abgeliefert hier mit Doppelfilm. Also ich bin immer noch sehr... Ja, welcher? Ach, das sind die... Ja, wir dachten mal, wir machen mal, wir versuchen mal 2 oder 3 oder 2. Und wir wollten eigentlich 2 Filme machen, die unabhängig voneinander funktionieren. Ob der zweite unabhängig vom ersten funktioniert, weiß ich nicht so ganz. Aber ja, wir haben es mal versucht, war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil man tatsächlich mehrere Filme machen musste, aber... Es hat sich gelohnt, das kann ich jetzt schon sagen. Und der erste ist ja auch wirklich alleine stehend ein Top-Road-Movie. Ja. Ja, also ich habe, es war auf jeden Fall anstrengend, weil es halt so viele Locations auch waren. Aber auch die Investition, glaube ich, in die Nebelmaschine hat sich gelohnt. Haben wir noch im Music Store irgendwie am Samstagmorgen schnell noch eine Nebelmaschine geholt. Naja, und ich konnte auch noch ein paar Tage diesen schönen Bart in freier Natur benutzen. Den Monkey Tail. Auf jeden Fall. Für Albträume, auf jeden Fall. Ja, seitdem darf ich in der Nähe meiner Frau nicht mehr sagen, ne, ich flüstere dir was.
So. Ja, Albträume kann man auf jeden Fall auch jetzt kriegen, wenn man Dosen aus dem Fenster wirft. Das werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr machen bei meinem nächsten Roadtrip. Das war auch gut, dass Kinder rausgehen mussten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also das war ein guter Warnhinweis. Na gut. So, es wird hier schon heftig an die Tür geklopft. Ich verabschiede mich aus der Runde und hoffe, dass es gleich weitergeht. Wir sehen uns bei der Gala. Ciao, ciao. Irgendwann mal. Achim, wollt ihr noch was dazu sagen zur Gala? Vielleicht macht das bald. Ja, es kommt später noch was zur Gala. Schön, dass ihr so nett getalkt habt. Vielen Dank dafür. Auch vielen Dank für eure geilen Filme. Ja, Fat Film Factory, ob wir euren nicht auch unter FSK 16 hätten packen müssen, haben wir gerade schon überlegt. Ja, aber so... War ja schon auch sehr verstörend auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es für Kinder tatsächlich so verstörend ist, wenn die da keinen Bezug zu haben. Ja, das stimmt. Da braucht man schon ein gewisses Alter, um... Ja, und dann ist auch ein Hinweis bei dem Eingang, Currywurst Gomez hätte vielleicht auch unter FSK 16 gehört, ja, because of language. Ja, den mussten wir leider irgendwann auf stumm schalten, aufgrund von anwesenden 5- und 9-Jährigen. Ja, da werden dann zu viele harte Wörter gedroppt. Das war mir vorher auch, habe ich nicht dran gedacht, dass das ein Problem sein könnte, klar. Aber das warst nicht du, Achim, oder? Nee, das war jemand anders. Das war ich nicht. Okay, die Stimme hat sich sehr ähnlich zu deiner angehört. Also ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Aber es war nicht ich. Dein Sohn? Nee. Nee, so ähnlich. Ein uraltes Mitglied von Thumb Cinema. Dein Bruder? Ja, es war mein Bruder, der das erste Mal seit Jahren wieder einen Film eingereicht hat. Ach Quatsch. Der steckt hinter Currywurst Gomez. Der wollte jetzt auch eigentlich in den Talk noch kommen, aber kriegt es leider wohl scheinbar nicht hin. Aber vielleicht, ja, später noch oder so. Okay, ja, dann vielen Dank euch auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch mal kurz in die Pause gehen und den Block 3 zusammenstellen und dann geht es gleich mit dem Programm weiter. Und bis bald, sage ich mal. Bis bald, ciao, ciao. Tschüss. Es begann in Bologna. Aus Liebe setzte man dort an, wo das Leben beginnt. Meiose, Zellteilung. Durch die Sequenzierung der Genome gelang es WissenschaftlerInnen, die Kommunikationsmöglichkeiten von Föten und Embryos zu stärken. Weltgeschichtlich folgte nach dem Zeitalter der Reformation die Ära der Kernenergie, der großen Kriege und schließlich der Idioten. Von der heutigen Epoche sprechen wir als die Aufregung. Ob beim Sport oder beim Tanzen, durch die konstante Sprachbefähigung der ungeborenen Kinder ist man seit jeher nicht mehr in der Lage auszuspannen. Wir haben jetzt die seltene Gelegenheit, gleich zwei so dauerhaft kommunizierenden Kindern in den Bäuchen ihrer entnervten Mütter zuzuhören. Grüß dich, Thorsten. Wie ist bei dich da drin? Naja, das WLAN ist relativ schwach und ich fühle mich oft so machtlos. Ich würde gern einfach mal wieder ins Café gehen oder ins Restaurant. Was meinst du, wie der da draußen reinschaut? Ich mach mir da ja irgendwie überhaupt keinen Reim drauf. Kommt mir einfach nicht in den Kopf rein, wie viele Blautöne da wohl sind oder ob's mehr gelblich ist. Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber hast du noch nie durch die Heckscheibe gelugt? Es soll ja viel zu hell und viel zu kalt sein. Außer auf Barbados. Ob sich das überhaupt lohnt mit der Riester-Rente, frage ich mich. Weißt du, ist ja unklar. Oder ob dann nicht doch besser irgendwie mit den ETF und oh, jetzt ist die Mama sauer. Oh, nein, mach die Mama nicht böse, sonst zerplatzt der Zervix. Na ja, was gibt's denn da jetzt? Also, das hört sich ja erstmal lecker, toll.
Und was ist, wenn da gar nichts mehr kommt? Was ist, wenn das alles gewesen ist? Ja, und wenn das alles nur eine große Lüge ist? Genau, und wenn du nochmal ganz von vorne anfangen könntest, wenn es gar kein Schaschlik gibt, was würdest du anders machen können? Würdest du alles genau so machen, wie jetzt? Was würdest du machen? Keine Chance auf Entspannen, keine freie Minute ohne nervige Gespräche unserer ungeborenen Kinder. Das ist der Preis, den wir heute zahlen für die Fehler der Vergangenheit. Da kann man sich zwar aufregen, doch nützen tut es nichts mehr. Das hier ist, glaube ich, das Wohnzimmer. Das hier ist der Hausflur. Man kann ja schon sehen, dass hier schon viel gemacht wird und versucht wird. Dass hier alles überdacht wird und hier werden auch Wohnungen oder eine Wohnung wird auch umgebaut, damit es die Leute, die hier wohnen, gut haben im Haus. Und hier wohnen ganz verschiedene Leute. Leute, die etwas lernen, Leute, die arbeiten, aber auch Leute, die nicht arbeiten. Und zum Beispiel auch Leute wie ich, die damals einen Café hatten. Unten im Ahrtal, das nun überschwemmt ist und jetzt oft im Keller sitzen und Musik machen. Hier oben gibt es auch viele Spinnen und Spinnenweben. Irgendwo in der Stadt, wo die Miete dann doppelt so hoch ist und 1,6 im Monat für 2 bis 3 Leute kostet, gibt es wahrscheinlich keine Spinnenweben. Das hier sind teilweise Sachen, die die Leute im Haus nicht mehr brauchen. Wenn Sperrmüll ist, stellen die dann noch mehr davon hin. Und vorher habe ich in Altena gewohnt. Und dann sind wir nach Bonn gezogen. Und jetzt finde ich es hier auch ganz gut. Und ja. Hier könnte man mal dort auf diese Aussparung, die mal ein Fenster werden sollte, filmen. Etwas schneller vielleicht. Auch Sprudel im Kakao, aber dann denke ich mir auch, ja. So, hier, das ist der Außenbereich. Bei den Nachbarn. Sieht ja irgendwie los aus mit dem Netz. Ja, dann kriegt man so. Also wie man sehen kann, ist es hier ziemlich individuell. Aber hier ist auch für Sitzgelegenheiten gesorgt. Und ja. Und hier drinnen, hier unten,
Gibt es noch einen Unterhaltungsraum? Weil. Scheiß Schnecken. Ja, das soll alles nicht in meinem Video sein, der ganze Fluch. Ich habe meistens durch glückliche Zufälle und Einfälle meine Wohnung bekommen. Wir filmen diesen Raum, der so eine Art Partykeller ist oder eine Art Gemeinschaftsraum, weil unsere Wohnung sehr viel weniger vorzeigbar ist. Ach doch mal auf. Ich will jetzt Frühstück. Ja. Also, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Wetter heute besser ist. Nicht? Nein. Aber ich meine, so ein Sandsturm kann ja nicht ewig dauern. Also, irgendwann muss der ja zu Ende sein. Es geht schon seit 2 Wochen so. Weißt du, so ein Sandsturm, der hat schon mal so seine 4 Wochen. Aber wenn der Sandsturm zu Ende ist, dann gehen wir doch wieder raus, oder? Diese Quarzpartikel sind schon sehr scharfkantig. Ja. Hast du was Neues gehört? Von meiner Familie? Nein, aber ich kann mich gerne nochmal umhören. Ich hoffe, die haben genauso viel Glück gehabt wie ich. Hoffentlich sind die auch irgendwo untergekommen. Aha, ist schon schön in meinem Haus, ne? Ja. Verlierer fängt an. Hier, Ration für die nächsten 2 Tage. Was hast denn du vor? Nichts. Ohne Proviant kommst du nicht weit. Du weißt nicht mal, wo der Schlüssel ist. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Hä? Denkst du, irgendjemand von den anderen hätte dich bei sich aufgenommen? Ohne mich bist du nichts. Hallo?
den Schlüssel. Na? Na? Macht Spaß? Sag mal, erinnerst du dich noch, wie gut ein Apfel schmeckt? Wenn du dein Gesicht sehen könntest. Als ob du mich umbringen willst. Traust dich eh nicht. Kann ich nicht annehmen. Das habe ich nicht verdient. Auszudenken, wenn Sie nicht gekommen wären. Selbstverständlich, my lady. Diesem Gesindel muss man zeigen, wo es lang geht. Und Sie auf der Durchreise zu Fuß? Ja, mein Gaul hat's dahin gerafft. Bringe diesen Sack Stoffel ins Waisenhaus von Dulpes City. Oh, was für ein ehrenwertes Motiv. Sie kommen zurecht? Ja, vielen Dank. Gute Reise. Hallo? Hallo?
Kai, Tor, Aminakoyim, Napa, Pacha, Nuna, Toes, Dos, Yurakari, Vanur, Sinchen, Yurakari, Vanur, Nasoika, Seina, Soika. Toes, Nuna, Kaoki, Muna. Toes, Nuna, Kaoki, Muna. Yurakari, Vanui Pikenpuru. Yurakari, Vanui Nasoika Sama Soyuba. Supai Sinchi, Abiri Adao, Yurakari. Yuktu Yur Adao, Hanak Pacha. En Maki Dos Vanui Kai, Kafsayen Yabar. Muna Yura, Kura Ama Nina, Vanuyuk Yurak Kari, Nanai Muna, Yana Ari Hank, Pacha Yotin Stuta. Sinchi Yabi, Markedos, Ihanao. Thank you.
So, ich fange jetzt mal an. Ihr könnt das auch hier auf der PowerPoint sehen. Ich lasse das Handout schon mal rumgehen. Ich erzähle euch heute von wichtigen Personen in der Geschichte der Menschheit. Mein Vortrag startet im antiken Griechenland, wo Aristoteles... Aristoteles machte sich in Athen viele Gedanken. Neben der Physik und Metaphysik lehrte er auch über die Politik. In einer Niederschrift seiner Vorlesungen steht, der Mann ist von Natur aus kompetenter in der Führung als die Frau. Knapp 350 Jahre später, 4 Jahre vor Jesu Geburt, wurde wer geboren? Er hier, Jesus von Nazareth. Er hat ebenfalls nicht selbst geschrieben, aber über sein Leben haben andere Männer Bücher verfasst. Zu Lebzeiten vollbrachte er viele Wunder. Das größte war wohl, dass er mit Anfang 30 immer noch 12 enge Freunde hatte. Wobei Judas ihn an die Römer verriet. Eine Bromance eben. Das hier, das letzte Abendmahl. Leonardo da Vinci, 1498. Als ob die ernsthaft alle an der gleichen Tischseite gesessen haben. Später wurde er als Maler, Architekt, Bildhauer, Anatom, Ingenieur, Mechaniker und Naturphilosoph bekannt. Ein toller Mann. 1506 malte er noch die Mona Lisa. Fun Fact, Leonardo und das Bild sind bekannter als Lisa del Giotto, del Giocondo, del... Egal, halt die Frau, die er dort gemalt hat. Im Jahr 1483 wurde Martin Luther geboren. Der Augustinermönch und Theologieprofessor wollte die Kirche reformieren. 1517 nagelte er 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. 1534 veröffentlichte er eine vollständige Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Eva beschrieb er darin nicht als Frau, sondern als heilige Milchkuh. Er hier, Alexander Graham Bell, besuchte eine Privatschule in Edinburgh. 1876 heiratete er die gehörlose Tochter eines Geschäftspartners. Um seiner Mutter von der Hochzeit zu erzählen, erfand er das Telefon. Die Nummer war schon gewählt, als ihm einfiel, dass seine Mutter taub war. Alexander, I can't hear you. Im Grunde ist er für die scheiß überteuerten Verträge von Mobilfunkanbietern verantwortlich. Hashtag danke für nichts. 1930 kam ein Junge mit starken Armen auf die Welt. Schon als Kind spielte Neil Armstrong mit einem Raumschiff aus Papier. Er wollte unbedingt Astronaut werden. 1969 war er Teil der Apollo 11 Mission. Zusammen mit den Männern Buzz Lightyear und Lucas Haas landete er auf dem Mond. Weil sie echte Männer waren, prügelten sie sich darum, wer der erste Mann auf dem Mond war. Neil Armstrong ist der erste Mann, der auf den Mond gekotzt hat. 1989. David Hasselhoff landete mit seinem Raumschiff in West-Berlin, nur um kurz darauf die Zündschlüssel zu verlieren. Panisch rannte er die Mauer entlang und rief, I'm looking for my keys. Die Menschen verstanden, I'm looking for peace. Das ermutigte die Berliner und sie rissen die Mauer ein. Hasselhoff ließ sich dafür natürlich als Held feiern. Einfach, weil er ein geiler Typ ist. Noch so ein geiler Typ war Steve Jobs. Während seiner Studienzeit nahm er LSD und kam auf die Idee, in seiner Garage Computer zu bauen. 1976 stellte er den Apple One Computer fertig. Für den teuflisch guten Preis von $666.66 konnte ihn jedermann kaufen. Weil Steve außerdem alles gerne anfasste, entwickelte er 2007 den iPod Touch. Es folgten das iPhone und das iPad. Sein eigentliches Ziel, sich einen Fanbot, den iPod, zu bauen, hat er nie erreicht. Typisch Mann. Ohne Eier geht's nicht. Der nächste Mann ähnelt eher einer Orange als einem Apfel. Die Rede ist von Donald J. Trump. Sein Vater sagte ihm häufig, Donald, du bist etwas ganz Besonderes, du bist ein König. Dieses königliche Ekelpaket hatte das ganze Anfassen zu wörtlich genommen. Während andere Präsidenten Zeit für Veränderung sahen, sagte er 1995, Grab them by the pussy. Ist doch alles ganz gut gelaufen. Stopp. Frauen müssen sich heute immer noch dämliche Scheißfragen gefallen lassen, wie zum Beispiel... Können Sie mit 2 Kindern überhaupt das Land regieren? Wollen Sie wirklich eine Karriere anstreben? Sie sehen doch ganz gut aus. Was haben Sie denn zu nörgeln? Warum bist du so angespannt? Hast du etwa deine Tage? Können wir nach 2400 Jahren endlich mal was anders machen? Ja, grüß dich Max, schön, dass du da bist. Hi Frickel Dirk. Und genau, der Dirk ist auch da, der ist gerade schon mal AFK. Ihr wart ja eben schon mal hier, ich guck mal, ob noch mehr Leute dazukommen. Das wäre ganz schön, noch ein paar andere Stimmen zu hören, aber der Talk ist heute nicht so gefragt, habe ich das Gefühl.
Grüezi und hallo. Ja, wie haben euch denn die Filme aus dem letzten Block gefallen? Ihr könnt ja vielleicht mal kurz erzählen. Frickel Dirk, kannst du uns hören? So, eine Stimme aus dem Off hat gesagt, wir haben die Ehre, etwas zu erzählen. Außer Frickel, du kriegst dein Audio noch gebacken. Also, ich frage jetzt mal hier in die Runde. Wie haben euch denn die Filme aus dem dritten Block hier gefallen? Mega gut. Also, wir hatten erstmal hier Faxenwerk, Pro Dicke. Guck nur mal kurz. Oder war ich noch nicht da, oder? Warte, war Matthias noch nicht da? So. Ah. Da kommt auch Mr. Gomez noch dazu. Ja, ich muss das hier so drehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Hey, super, super Film heute. Das ist ja ein richtig toller Wettbewerb hier. Ja, dieses Jahr waren richtig gute Filme dabei, ist mir auch aufgefallen. Fand ich schon sensationell. Ist ja auch klar, wenn weniger abgeben, dass sie dann sich mehr Mühe geben. Also ich meine, so ungefähr. Der harte Kern quasi. Könnte man meinen, ne? Ja, ist wirklich gut. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe echt gute Filme gesehen. Also Max, euer Film hat mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gekriegt. Richtig stark. Ja, jetzt hier im Block 3 hatten wir jetzt noch Science Fiction, die Aufregung vom Faxenwerk. Das war natürlich auch, wurde auch gut abgeliefert auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Die Idee ist auch richtig gut gewesen, ja. Bloß nicht aufregen und Schwangere und Embryos geben natürlich nochmal extra Punkte in der Bewertung. Sowieso. Ich als Max... Hat mich natürlich als Max auch sehr berührt. Ich habe mich direkt in einer anderen Timeline gesehen. Auch sehr schön. Auch mutig auf jeden Fall im Hochkantformat zu filmen. Das ist ja ein Novum. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Ne? Das finde ich auch ganz stark. Und da hat auch das Thema genau getroffen. Ne? Richtig gut. Absolut. Außerdem... So, hier ist der Max. Diverse Katzen. Hallo. Auch... Hallo. Ja, Max, ganz stark. Ja, ich habe da einfach mal hier in dieser Wohnung mit Sozialraumcharakter gefilmt, wie das hier aussieht. Und wir wohnen ja auch direkt neben einem Bordell und hier steht überall Sperrmüll rum. Und ich hatte leider nicht viel Zeit und habe das mit dem Filmschnittprogramm nicht gut hinbekommen. Sonst hätte ich da gern noch mehr draus gemacht, aber ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es war ein sehr kurzweiliges Vergnügen, war gut. Genau. Ja, danke. Und der Spaß ist sowieso das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte zuerst auch überlegt, ob ich das mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit mache, vielleicht über ein paar Leute, die hier wohnen, erzähle und was wir so im Einzelnen machen und dies und das. Aber dann hat sich das mehr angeboten, das ein bisschen humorvoller zu machen. Und ja. Ja, wie du dich da auf den Sessel gesetzt hast, das war auf jeden Fall spektakulär. Ich fand das Bett so geil. Ja, ich setze mich hier. Ich meine, hier steht auch einfach überall Kram rum in dem Raum hier, wo wir gerade auch, also das ist der gleiche Raum und da stand einfach irgendein Kram rum und ja, das hat sich dann angeboten, daran runterzurutschen. Ja, das war ja auch stark. Die Szene, ja. Ja, und die müde Freundin, die saß einfach dann halt zufällig daneben und ich weiß gar nicht, ob die integriert werden wollte in den Film. Da sitzt sie gerade. Und
man kann das ja auch wieder die beste Schauspielerin wählen. Also ist, glaube ich, schon, könnte gut passen. Ja, war schon ein ziemlich guter Auftritt. Ich glaube, sie deutet gerade an, dass irgendwo. Du bist fett geworden. Das ist mein größter Hoch. Ja, ziemlich cool. Sehr gut. Max, also der fand ich toll, dass ihr Dinosaurier, also Echsenmenschen mit rein. Ein sehr gut und immer gerne wiederkehrendes Thema. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, ja, das gab es ja auch schon mal. Genau. Ja, ja, based on a true story. Ja. Ich fand die Echsenmenschen auch besonders gut und auch dieses Stop-Motion und das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Also ich habe selber auch mal so ein paar so Scherenschnitt mit dem schwarzen Papier Figuren gemacht, so Schattentheater. Und ja, also das war schön umgesetzt auf jeden Fall. Und die Echsenmenschen waren sehr cool. Ich habe jetzt im letzten Vlog auf jeden Fall gelernt, dass man Glücksspiel nur dann machen sollte, wenn man eine Wunderlampe findet. Ansonsten ist Glücksspiel eher schwierig. Das stimmt. Ja. Der Beat auf jeden Fall war bei dem Film natürlich auch ganz groß. Bei Trick 17, die ja gar keinen Trickfilm gemacht haben. Da stehen wir ja gar nicht in direkter Konkurrenz diesmal. Aber auch sehr, sehr schön, auch mit echten Menschen umgesetzt. Also ich sehr weiß, cool, Lisa und Co. Daumen hoch. Fand ich auch richtig, richtig stark. Ich war erst erschrocken, weil ich ganz fest mit dem Trickfilm gerechnet habe. Und dann kamen auf einmal echte Menschen und ich dachte so, wow. Und es war super. Kostümierung natürlich abgefahren gut. Ne? Und analoge Special Effects, auch ganz großartig. Da haben wir mit Chaos Kamera auch schon mit rumexperimentiert. Viel besser als echte Special Effects, also digital. Ja, sehr, sehr geil. Ja, der letzte Block hatte auch wieder viel zu bieten. Also dieses Jahr, auch wenn es nicht so viele Filme sind, die eingereicht wurden, muss ich doch sagen, man kann sehr zufrieden sein. Gute, hohe Qualität, schön kompakt. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch den Eindruck, dass einige Filme bis auf welche, wie vielleicht auch meiner, der lustig, aber sehr spontan war. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass mehr Filme dabei waren, wo die Story, die Handlung oder die Machart, dass da sich ein bisschen mehr Mühe gegeben wurde. War schon auch mein Eindruck. Dass einen die Story mehr gefesselt hat bei manchen Filmen. Manche haben eine starke Story, manche haben eine starke Message. Manche habe ich leider bis jetzt noch nicht so wirklich verstanden, aber manchmal muss man sich so einen Film auch mehrmals angucken, damit man dann hinter alle Facetten dann blicken kann. So, ne? Ja, dieser eine SM-Film war auch sehr verstörend, aber irgendwie auch spannend, wo diese mysteriöse Person auf der Toilette entdeckt wird. Und das mysteriöse... Und das war sowieso, Patrick hat natürlich immer, die haben ja so ein, der Lubosch ist ja so ein bisschen so ein komischer Typ, ne? Könnte sagen, sowas wie so ein Mastermind, wobei ich gar nicht sicher bin, ob er das ist. Naja, der Bart hat auf jeden Fall, also das hat ziemlich viel, also ich würde sagen, 80% der Bewertung des Films gehen durch den Bart schon irgendwie drauf, also. Stimmt. Sie meinte auch direkt, wenn sie ein Mann wäre, hätte sie auf jeden Fall auch so einen Bart wie der Typ in dem Film. Ja, ja. Ich glaube, der ist auch Hipster. Zur Arbeit gegangen, so, aber muss man halt auch Opfer bringen. Ne? Sonst auf jeden Fall. Man kann ja einfach sagen, ich mache bei so einem Filmwettbewerb mit, das ist halt ziemlich wichtig auch, ne? Weil es große Nummer ist und dann werden auch alle sagen, naja. Ja. Ja, wir haben viel gelernt jetzt heute wieder. Es war echt sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Auch der Film mit den amerikanischen Ureinwohnern, der gerade eben lief, fand ich auch richtig, richtig stark. Ja, das war eine schöne Message. Dulpes liefert ja auch schon seit Jahren richtig, richtig stabil ab. Immer. Und
klar, da ist auch ganz klar krasse Kamerafahrten. Da sitzt wirklich alles. Ja. Die Sache. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig das ist, an so einem Wochenende so ein Ding so hinzukriegen, dass das auch rund ist tatsächlich, was wir gerade gesagt haben, dass da irgendwie so eine Story am Ende auch noch zugeht. Sehr schön. Ja, ja, und vor allem Western, ich weiß es ja aus eigener Hand, wir hatten jahrelang Western bekommen früher. Das ist echt ein ganz eigenes Ding, so. Das ist gut geworden, also hervorragend umgesetzt, super. Ja, wir haben uns gefragt, ob es auch so einen Google Translator für Navajo oder sowas gibt. War ja, ich weiß nicht, ob es wirklich die Sprache war. Es klang auf jeden Fall sehr überzeugend. Ja, oder auch wie Tolkien selber Sprachen entwickelt haben über das ganze Jahr, könnte ich mir bei Dürfnis auch vorstellen. Ja, genug Kreativität ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, wann es jetzt gleich weitergeht. Ich werde jetzt auf Ich würde sagen, dass wir jetzt auch hier wieder zum Schluss kommen. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Hat mich sehr gut unterhalten, euer Gespräch. Und ich gehe jetzt nochmal rüber und wir würden jetzt das Voting eröffnen. Ich habe auch gerade gesehen, die Ersten haben schon abgestimmt. Das lassen wir jetzt auch schon gelten, weil ja, es ist jetzt blöd, dass alle nochmal neu anfangen müssen. Aber ab jetzt auf jeden Fall dürft ihr voten. Ihr habt die Codes bekommen. Fangt jetzt an zu voten und ihr habt dann Zeit bis... Ja, ich würde sagen, ihr habt Zeit zum Voten bis 6:45 und wir melden uns wahrscheinlich ungefähr um 7, vielleicht ein bisschen später zurück mit den Ergebnissen. Also das dauert jetzt natürlich was länger, wir müssen das auswerten und auch gucken, dass alles stimmt. Und dann melden wir uns hier wieder. Jetzt viel Spaß beim Abstimmen und bis später. Und danke euch drei nochmal fürs Talken. Tschüss. Danke, Achim. Du bist ein Knaller. Ja, gerne, gerne. Haben wir das mit dem Bild nicht hinbekommen? Ich bin nur eine Stimme in eurem Kopf und habe leider kein Bild. Ich kann euch vielleicht ein nettes Foto von mir dazulegen oder so, damit es nicht ganz so trist hier wirkt. Und den Rest müssen wir gleich über Schrift lösen. Das ist jetzt leider wirklich so. Ja, hätte ich jetzt mal ein Foto von mir griffbereit, das ich hier reinlegen könnte, dann hätten wir das da reingelegt. Joa. Okay. Wir machen aber jetzt auf jeden Fall mit dem Voting weiter. Die Abstimmung ist nämlich gelaufen, es ist vorbei, es kann nicht mehr abgestimmt werden, das ist jetzt durch. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt die Punktezahlen verkündige, machen wir erst noch ein bisschen Werbung, das heißt nicht Werbung, aber ein Hinweis. Die 11 Filme, die es in die Gala schaffen, werden nämlich dieses Jahr eine Gala erleben dürfen und die 11 Filme von letztem Jahr ebenfalls. Wir machen eine Doppelgala für die beiden Finales, also von 2020 und 2021. Und die findet statt am Samstag, dem 9. Oktober. So. Solltet ihr ins Finale kommen, markiert euch diesen Termin rot. Wer seid ihr von letztem Jahr eh schon im Finale, dann sollte alles klar sein. Das ist der Termin für die Gala. Samstag, 9. Oktober im KAW in Opladen. Es sind nur Teammitglieder zugelassen. Offenes Publikum gibt es aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht. Aber wir werden auch diese Gala natürlich live streamen. Also eigentlich ist sie für euch alle da draußen interessant, denn ihr könnt sie euch auf jeden Fall auch live ansehen. Das ist ja auch viel wert, dass man sie sich im Internet anschauen kann. Das ist auf jeden Fall für alle offen und die Gala vor Ort, wie gesagt, nur für Teammitglieder aus den Finalteams. Und jetzt kommen wir zu den Finalteams. Also erstmal natürlich zu den Teams, die es leider nicht ins Finale geschafft haben. Wir fangen nämlich hinten an. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Ne, ich bleibe hier. Oder machen wir das doch lieber hier. Und deaktivieren hier mal ein paar Sachen. So, das brauchen wir nicht mehr. 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 Jetzt noch ein bisschen mehr Stimmung. Und jetzt fangen wir an mit den Plätzen. Und ich kann schon mal eins sagen. Es gibt keinen Platz 17. Achso, ich wollte noch ein bisschen Spannungsmusik reinpacken, ne? Das ist natürlich schöner. Ich hatte da auch gerade schon extra welche rausgesucht. Wo ist sie denn? Da. So. Mal ein bisschen Spannungsmusik an. Gut, jetzt ist hier ein bisschen Atmosphäre. Okay, also, eins kann ich schon mal sagen.
Es gibt keinen Platz 17, denn es gibt eine Punktzahl doppelt. Aber es gibt einen Platz 16 und der geht an das Team. Wie machen wir das? An das Team Gatgalsgab mit 146 Punkten. Das ist Platz Nummer 16. Auf Platz Nummer 15, also knapp davor, ist ein neues altes Team, nämlich Kyrimus Gomez. Ja, mit 162 Punkten. Dann auf Platz Nummer 15. Ganz knapp davor. Und es mit den Plätzen ist verwirrend, höre ich gerade. Weil ja die ersten 11 Filme ins Finale kommen, aber dann natürlich nur Platz 1 bis 10, weil Platz 10 doppelt vergetreten ist. Ja. Ich werde auf jeden Fall sagen, welcher Film nicht mehr ins Finale kommt und wo es dann das Finale startet. Sorry dafür. Verwirrung. Jetzt auf jeden Fall auf Platz 14 vor Kyrimus Gomez ist das Team Ich als Max mit 163 Punkten, also ein Punkt mehr als Kyrimus Gomez. Die Filmtitel dazu sagen, oh sorry, ja klar, kann ich. Ich als Max war Sozialraumwohnung, ich hoffe ich kann die alle auswendig. Ich als Max war Sozialraumwohnung. Kyrimus Gomez war... Kenne ich nicht alle auswendig, sorry. Die Bierdeckerbewegung war Kyrimus Gomez und Gatgalsgab war der erste Film, das war dieser Influencer-Film. Jetzt hat er mich auch schon das Heft gebracht. Ich musste das Heft selber aufschlagen. Das kann ich ja noch. Moment. Also, wir hatten auf dem 16. Platz Gatgalsgab in dem Dokumentarfilm Hast du das auch gehört? Und dann auf dem 15. Platz Kyrimus Gomez mit dem, wo ist er denn da? Mit dem von Film Noir Die Bierdeckerbewegung. Und davor jetzt gerade Ich als Max mit dem Heimatfilm Sozialraumwohnung. Es wirkt, als wäre mein Mikro aus, höre ich gerade. Ich mache die Musik ganz leise, sorry dafür. Das Mikro lauter. Also das Mikro müsste eigentlich gut laufen. Ich muss vielleicht näher ran. Ich hoffe, jetzt ist es angenehmer, mich zu verstehen und die Musik ist nicht mehr so laut. Wir machen weiter. Okay, also, da waren wir. Sorry für das ganze Chaos. Aber es wird ja dann auch noch spannender. Okay. Auf Platz 13 haben wir mit 187 Punkten die Filmstube Köln. Das war die Romanze der irgendwas Mr. Blue. Ich weiß nicht, welcher Mr. Blue. Der ungewöhnliche Mr. Blue oder so. Auf jeden Fall, das war Filmschule Köln. Und dann kommen wir zu, wir hatten 16, 15, 14, 13. Dann kommen wir jetzt zu Platz 12. Der vorletzte Film, der es nicht ins Finale schafft. Und ich bin vielleicht persönlich ein bisschen froh, dass dieser Film nicht ins Finale kommt. Denn mit 189 Punkten ist das Dump Cinema. Dump Cinema hat es nicht ins Finale geschafft. Und ist auf Platz 12. Und jetzt auf Platz 11. Wie gesagt, es gibt zwei zehnte Plätze, deswegen kommt Platz 11 nicht ins Finale. Ist ein Team, das zum ersten Mal mitgemacht hat. Und ich hätte mich auch gefreut, den Film im Finale zu sehen. Aber es hat ganz knapp nicht gereicht. Mit 197 Punkten ist es Mühe und Not. Die hatten den Vampirfilm... Die Taste ist kaputt oder eine kaputte Taste oder so in der Art. Ja, die sind leider nicht im Finale. Alle Filme, die jetzt noch übrig sind, sind auf jeden Fall schon mal im Finale. Es geht aber jetzt trotzdem natürlich darum, wie viele Punkte habt ihr erreicht. Und jetzt kommt der doppelte Platz 10. Wir haben mit 200 Punkten auf Platz 10 das Team Cougar Brother Pictures. Und außerdem haben wir auf Platz 10, auch mit 200 Punkten, das Team Faxenberg Pro Dicke.
Beide Teams haben 200 Punkte erreicht und es damit so gerade ins Finale geschafft. Wirklich 3 Punkte vor Mew und Not. Ganz knapp. Wir haben auch gerade nochmal alle Fehler rauskorrigiert aus der Tabelle und so. Das ist jetzt schon die endgültige Fassung. Also das wird jetzt so bleiben. Wir hatten dann leider doch ein paar Doppelungen übrigens in der Bewertung. Wir haben dann die Doppelten rausgenommen und dafür die anderen nach vorne gezogen, sodass am Ende kein Team benachteiligt wurde. Das war erst unsere Sorge, aber es passte so jetzt, dass alles gut ist. In dem Bereich zwischen Faxenberg, Prodeco und Mew und Not hat sich aber nichts verändert. Also die waren sowieso genau in diesen Abständen. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt die beiden 10. Plätze. Wir kommen zu Platz 9. Platz 9 mit 226 Punkten. Und ich glaube, dieses Team hat es noch nie ins Finale geschafft. Und dieses Jahr haben wir sie endlich im Finale dabei. Es ist ein Kultteam, nämlich ohne Stativ mit 226 Punkten. Auf Platz 9. Es geht direkt weiter auf Platz 8 mit 234 Punkten. Also auch nur sehr knapp davor. Das ist alles nah beieinander. Ist Boo. Ohne Stativ hatte den Superheldenfilm, ich soll es ja dazu sagen, Entschuldigung, den Superheldenfilm Club 121 und Boo hatte den, er wieder oder er wieder nicht oder so, der lief ganz am Ende, der letzte Film, der heute lief, das war ein Coming-of-Age-Film, er hier, so hieß der, genau. Und Faxenberg Pro Dicke hatte ich eben nicht erwähnt, das war dieser Baby-Film, der ganz am Anfang lief, der, gar nicht ganz am Anfang lief, sorry. Ich rede auch Quatsch. Am Anfang des letzten Blogs lief, genau. Science-Fiction-Film Die Aufregung und Kura Brothers war die Dokumentation Deine Sis ist ganz schön sass. So, jetzt geht's aber weiter mit Platz Nummer 7. Und Platz Nummer 7 ist mit 315 Punkten, es geht jetzt ein großer Sprung nach vorne, mit 315 Punkten Fat Film Factory, die Fortsetzung. Ja, die Fortsetzung, wie gesagt. 315 Punkte, Fat Film Factory, die Fortsetzung. Sie hatten mit allen Wassern gewaschen und das war ein Krimi. Und wir haben noch 6 Plätze vor uns. Auf dem 6. Platz haben wir mit 351 Punkten Opossum Pictures mit der Dystopie Die geheimnisvolle Truhe oder Die geheime Truhe oder so in der Art ist Opossum Pictures auf Platz Nummer 6. 351 Punkte. Wir kommen zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5, 366 Punkte. Und es ist auf Platz Nummer 5 das Team Trick 17. Mit dem Abenteuerfilm Geringverdiener am Limit, glaube ich. So in etwa. Damit kommen wir zu Platz Nummer 4. Mit 381 Punkten. Auf Platz Nummer 4 ist Some Cinema! Mit 381 Punkten. Die wollte ich nicht kopieren. So. Mit dem Gespensterfilm Die Klimaanlage, Some Cinema auf Platz 4. Damit sind es noch 3 Filme im Rennen. Und zwar sind noch dabei Chaos Kamera, Fat Film Factory und Dulpis. Und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Auf dem 3. Platz mit 411 Punkten. Ist das Team Dulpis! Auf dem 3. Platz haben wir das Team Dulpis mit dem Western. Und dann habe ich das einfach gemacht. Oder wunderbar. Weißt du, ne? Ja, und die letzten beiden jetzt. Platz 1 und Platz 2. Sehr, sehr spannend. Werde ich gleichzeitig hier reinhauen, weil das natürlich klar ist, wenn der zweite genannt wird, ist der erste auch bekannt. Die Frage ist hier nur, Chaos Kamera oder Fat Film Factory? Fat Film Factory oder Chaos Kamera? Wer macht das Rennen beim Publikum im Jahr 2021? Ein Team hat 412 Punkte, also nur ein Punkt mehr als Dulpis. Das andere 478 Punkte, also nochmal einen klaren Vorsprung auf dem 1. Platz. Und ich werde das Ergebnis gleich verkünden. Auf dem 2. Platz im Publikumsvoting ist
Chaos Kamera und gewonnen hat damit Fat Film Factory mit 478 Punkten. Unglaublich. Der, ich weiß nicht, wie viel Sieg für Fat Film Factory und ein wunderbarer zweiter Platz für Chaos Kamera. Ja, das ist das Ergebnis vom Publikumsvoting. Aber natürlich gibt es jetzt endlich wieder ein Jury-Voting und das sogar für 2 Jahre. Und das findet statt am 9. Oktober und da freuen wir uns jetzt schon ganz besonders drauf. Und ja, ihr wisst ja jetzt, welche Teams im Finale sind. Ich mache mal diese Musik aus. So. Ihr wisst ja jetzt, welche Teams im Finale sind und das heißt, wir sehen uns am 9. Oktober. Da sehen wir uns alle wieder. Und wir sind für heute damit auch durch. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass es mit dem Bild nicht geklappt hat. Das ärgert uns am allermeisten. Aber das lässt sich jetzt leider auch nicht mehr ändern. Und jetzt ist es eh zu spät. Wir sind ja jetzt auch fertig. Und ja, ich würde sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ich hau jetzt hier nochmal die Tabelle rein, für die, die es interessiert. Könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken. Und ich schreibe nochmal den Termin rein und lasse das hier noch so ein bisschen laufen. Ein bisschen Musik gibt es auch noch. Und wünsche euch dann allen noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns alle am 9. Oktober wieder. Entweder hier im Stream oder live vor Ort. Ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr Filme eingereicht habt. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich gucke jetzt noch mal kurz in den Chat rein, ob da noch irgendwas Wichtiges passiert ist. Und schreibt hier nochmal groß hin, 9. Oktober, Gala im KW. So. Kann man das vielleicht drehen? Ne, egal. Machen wir es so. Okay. Ihr Lieben. Ja, im Chat war nicht mehr viel los. Okay, alles klar. Dann bin ich raus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Ja, Grüße gehen nochmal zurück an Chaos Kamera. Danke euch. Und Gratulation natürlich an Fat Film Factory für diesen Sieg. Und Gratulation auch an Chaos Kamera für einen geilen zweiten Platz. Ich sag's hier mal frei raus, bei mir wart ihr auf dem ersten Platz. Ich habe euch 12 Punkte gegeben. Ich fand euch sahnegeil. Und ja, Grüße gehen natürlich auch raus an alle anderen Teams, die mitgemacht haben und die dabei waren und die hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Tschüss! Thank you.